Hallo und einen herzlichen guten Tag. Wünscht euch euer Irgendwasifi. Wir schreiben heute den 15.03.2014 und das bedeutet, dass ich seit genau 4 Jahren hier auf YouTube tätig bin. Und das bedeutet wiederum, dass ich genau wie jedes Jahr ein Jahresspecial hochladen werde. Gut, für dieses Mal habe ich mir was Spezielles überlegt und zwar kann man hier sehen, habe ich hier als PS-Nachricht in meinen Kanalbeschreibung reingeschrieben, die Zahl der beendeten LPs liegt bei 29. Und dann habe ich mir gedacht, ich erstelle mal meine eigene Top 5 meiner Lieblings-LP-Liste von mir selber. Dann könnt ihr mal sehen, welches meiner eigenen Let's Plays mir selbst am besten gefallen hat. Bewertet habe ich nach folgenden Kriterien. Einmal das Spiel an sich, wie gut mir das Spiel an sich gefallen hat. Dann einmal, wie mir mein LP dazu gefallen hat, wie ich es selber rübergebracht habe, und einmal die äußeren Umstände von außen. Ja, das war natürlich sehr gutes Deutsch, aber was das damit zu bedeuten hat, darauf werde ich euch später genauer eingehen. Noch eine kleine Randinformation, halt die Schnauze. Wer es noch nicht wusste, meine Projektliste kann man hier entweder auf meinem Kanalbanner oder in meiner Kanalbeschreibung anklicken. Wenn man da draufklickt, kommt man auf diese Seite. Hier sind auch nochmal alle meine LPs aufgelistet. Einmal die aktuellen und alle beendeten bis dato. Dazu habe ich noch kleine Bonus hinzugefügt. Einmal die Systems, also das System, auf dem das Spiel läuft. Blablabla, das meiste wird PC sein. die Parts an sich, die Playlist natürlich, damit man gleich draufkommt. Die Gesamtviews vom Stand 18.8. Das sollte ich mal aktualisieren. Und die Bewertung, das ist neu, das habe ich vor ein paar Wochen oder so mal erstellt. Da seht ihr, wie viel von 100 Punkten ich diesen Games jeweils geben würde. Die Bewertungen hier weichen auch ab von dem, die ich im LP gesagt habe. Das hat den Hintergrund, da ich im LP nur das Spiel an sich bewertet habe. Aber hier in dieser Liste habe ich Relationen zueinander gezogen, zum Beispiel auch mehrere Spiele verglichen. Ich habe zum Beispiel nicht Mario Kart Wii, habe ich jetzt hier zum Beispiel auch mit 2.10.5 verglichen und da hat bei mir Mario Kart Wii halt deutlich gewonnen. Und im LP an sich hat Mario Kart Wii eine eigene Bewertung bekommen und gar nichts anderes habe ich damit einbezogen. Also könnt ihr einmal das LP für die Bewertung des Games anschauen und hier könnt ihr anschauen, wie ich die Games im Endeffekt bewertet habe, wenn sie Gegner hätten. Gut, ich glaube das beste Game, das hat glaube ich sogar unterwegs in Duisburg mit 97 von 100 Punkten bekommen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ne? Gut, kann sich ja jeder mal bei Zeit mit reinschauen, wenn er möchte. Gut. Nun kommen wir aber zu meinen Top 5 meiner eigenen LPs. Platz 5 geht an Let's Play Avatar, das Spiel. Randinformation: Das LP wurde ausgestrahlt vom 15.11.2011, also das ist schon mal eine ganze Weile her, bis zum 3.3.2012. Also, für die es nicht kapiert haben, am 15.11. kam Part 1 und am 3.3. kam der letzte Part online, so habe ich das jetzt aufgeschrieben. Also nicht, wie lange ich zum Aufnehmen und so gebraucht habe, sondern von der Veröffentlichung, so sollte hier sein. Gut, warum gerade Avatar, das Spiel, Platz 5? Erstens mal, ich fand das Spiel, das kam 2009 raus, als auch der Film rauskam, fand ich es für die Verhältnisse richtig gut. Man hatte sogar zwei Möglichkeiten, die Kampagne durchzuspielen, einmal als Navi und einmal als Mensch, also als RDA-Soldat. Es gab schon mal ein paar Bonuspunkte und das LP an sich war jetzt auch nicht so schlecht, gut die Videoqualität und es hatte auch noch, glaube ich, schwarze Ränder, die war jetzt nicht optimal, aber da konnte man drüber wegsehen, denn nun ja, habe ich mal einfach drüber weggesehen, also Videoqualität ist nicht optimal, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Gut, das war auch 2011 Verhältnisse, also da gut, war das noch normal, aber heutzutage würde man sowas als Crap abstempeln. Die äußeren Umstände von außen, nun kommen wir dazu. Und zwar, wie hat mir das LPen dazu gefallen? Also habe ich mich gezwungen, die Parts zu machen? Wie war ich da gelaunt, als ich die Parts gemacht habe? Bla bla, das ganze äußere Gedöns. Und das hat bei Avatar das Spiel eigentlich sehr gut gepasst, denn ich hatte immer Lust, Parts zu machen. Es gab wenige nervige Parts. Ein nerviger Part, den ich aufgenommen habe, ist mir sogar in Erinnerung geblieben. Das war der verbuggte Part, weil da war wirklich alles verbuggt. Den kann man sich echt mal reinsehen. Da war teilweise waren da Menschen, die hatten nur einen Kopf. Das ist
ich kann dazu nicht mehr sagen. Und dieser Part hat mich halt ein bisschen genervt beim Aufnehmen auch, weil ich das so nicht haben wollte. Aber das Problem ist, ich hatte danach gespeichert, weil ich so ein Idiot war und deswegen konnte ich ihn nicht neu aufnehmen. Gut, das hat mich halt deshalb ein paar Defizitpunkte verpasst und deswegen ist das Spiel nur auf Platz 5 gelandet. Auf Platz 4 finden wir Let's Play Unterwegs in Duisburg. Wie gerade eben schon erwähnt, das ist, glaube ich, das Game, das in der Endwertung am meisten Punkte bekommen hat. Das Spiel wurde ausgestrahlt vom 11.07.2012 bis zum 18.10.2012. Also knapp 3 Monate habe ich gebraucht, diese 34 Parts durchzubekommen. So, hier kann man sagen, das LP hat mir, also das Spiel an sich hat mir sehr gut gefallen. Das ist wirklich ein 1A RPG Maker Game, da braucht man gar nicht drüber streiten. Jeder, der was anderes behauptet, kann sich gleich im Klo ertränken gehen, so wie Joe das täglich tut. Das wird Joe am heutigen Tage abgehakt. Gut. Das LP an sich hat mir auch riesigen Spaß gemacht. Die Defizitpunkte, die es hatte, waren, dass es manchmal gelaggt hat. Und dass das bei einem RPG-Maker-Game vorkommt, hat mich halt ein bisschen gestört. Da hatte ich auch noch meinen alten Laptop. Den habe ich jetzt seit, ja gut, das ist schon über ein Jahr. Am 18.01. habe ich den, 18.01.2013 wohlgemerkt, habe ich meinen neuen Laptop bekommen. Da würde das jetzt nicht mehr laggen. Ein paar Parts hat es halt ein bisschen gelaggt. Bei den Angriffen und sowas. Das war nicht ganz so toll. Aber alles in allem hat mich das jetzt nicht so sonderlich gestört und hat deswegen auch geschafft, vor Avatar zu landen, weil das Game hat mir wirklich riesigen Spaß gemacht. Das war top. Kommen wir zu Platz Nummer 3. Dort finden wir das LP zu Two Worlds. Das LP Two Worlds wurde ausgestrahlt vom 31.01.2012 bis zum 18.06.2012. Also gut ein halbes Jahr habe ich gebraucht, diese 42 Parts, wenn ich mich nicht irre. Genau. Durchzubringen. Mal als kleine Randinformation. Wie findet ihr eigentlich das neue Playlist-Design? Also ich finde es ehrlich gesagt in Ordnung, wenn man vom Veröffentlicher und der Minutenzahl, wenn man hier in die Mitte die Views der Videos noch hinhauen könnte. Das wäre wirklich dann, da würde ich sogar sagen, das ist eine sehr, sehr gute Neuerung, weil das Playlist-Design gefällt mir, aber was mich wirklich stört ist, dass die Views nicht mehr angezeigt werden. Das kotzt an. Gut, aber kommen wir wieder zum Thema. Das Einzige, was angezeigt wird, ist die Playlist-Aufrufzahl. Gut. Das Spiel an sich, ich mag Two Worlds. Two Worlds ist eins meiner Lieblingsrollenspiele, genauso wie sein Nachfolger Two Worlds 2 und das Add-on Pirates of the Flying Flags. Keine Ahnung, wie das genau nochmal hieß. Auf jeden Fall geht's hier auf Two Worlds 1. Das Spiel ist sehr, sehr gut für seine Verhältnisse. Es kam 2007 raus, glaube ich. Hatte natürlich ein paar Defizite durchaus von der Grafik her und der Mimik der Characters. Aber alles im allem hat es eine riesige Spielwelt, die unterschiedlich bis zum geht nicht mehr ist. Und die Musik ist sowieso top. Und ja, deswegen hat es schon mal sehr, sehr viele Punkte hier bekommen. Das LP von außen betrachtet war auch so. Das hat auch ein paar Mal geleckt, was auch wieder ein paar Minuspunkte gegeben hat. Aber der Grund, da ich hier konnte ich die Lecks noch halbwegs akzeptieren, da das hier ein Rollenspiel mit, ja sagen wir mal, besserer Grafik und mehr, also es braucht mehr Power auf jeden Fall als Unterwegs in Duisburg. Deswegen konnte ich die Lecks hier noch ein bisschen mehr verzeihen als in Unterwegs in Duisburg. Und das war eigentlich auch der ausschlaggebende Punkt, weswegen dieses Game auf Platz 3 gelandet ist. Kommen wir zu Top Nummer 2 und der Silberrang geht an Let's Play Super Mario Bros. 3. Ein Together mit meinem Let's Player Kumpanen Spastenfreund Choro aka Partizan 884 aka seine 7 anderen Nebenchannels, die ich jetzt hier nicht weiter beleuchten möchte. Gut, warum hat dieses LP Platz 2 bekommen? Davor noch die Veröffentlichung, das ist das neueste LP übrigens in meiner Liste. Also, dass das noch nicht so lange her ist. Vom 6.4.2013 bis zum 6.9.2013. Genau 5 Monate habe ich gebraucht, diese 17 Parts hier zustande zu bringen. Warum ist es Platz 2 geworden? Erstens mal, das hat mir wirklich riesigen, riesigen Spaß gemacht, dieses LP zu drehen, zu spielen, hochzuladen. Was auch sonst. Da hat wirklich alles gepasst. Joe und ich sind eigentlich, wie ich finde, ein sehr, sehr gutes LPR-Team. Wie ihr das seht, müsst ihr selber beurteilen. Also mir macht es immer Spaß, mit Joe zusammenzuarbeiten. Das sollte an der Stelle mal gesagt werden.
Warum hat es Platz 2 bekommen? Wie gesagt, hat alles sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte in keinem einzigen Part, hatte ich keinen Bock oder so. Wirklich mal jeder meiner Ausraste, wer das LP gesehen hat, weiß, dass ich ziemlich, ziemlich oft ausgerastet bin, weil Steuerung und mein Glück in solchen LPs oder Spielen generell nicht vorhanden sind. Und Glück, mein Skill natürlich genauso wenig. Ich möchte es nicht alles auf Glück und Steuerung schieben. Gut, also wer wirklich Verzweiflungen von mir und auch von Shogo hier sehen will, ist hier auf jeden Fall richtig. Gut. Das soll es dann zu Part 2 gewesen sein. Nicht zu Part 2, sondern zu Platz 2. Kommen wir zu Platz 1. Meinem absoluten Lieblings-LP von mir selber ist das LP Mario und Luigi zusammen durch die Zeit. Veröffentlicht vom 11.03.2012 bis zum 6.07.2012. Knapp 4 Monate habe ich gebraucht, diese 37 Parts zustande zu bringen. Warum gerade dieses LP, fragt ihr euch? Nun ja, wir fangen einfach mal damit an, dass ich dieses Spiel bewerte. Und zwar hat dieses Spiel ist und bleibt einer meiner Lieblingsgames of all time. Ich weiß nicht wieso, mich hat die ganze Mario & Luigi-Reihe geflasht, bzw. geht nicht mehr, aber das war mein allererstes Mario & Luigi-Game, deswegen bleibt es auch dafür immer in Erinnerung und über Super Star Saga Abenteuer Bowser und Dream Team Brothers. Das Spiel ist einfach abnormal geil. Wie viele Punkte hat es denn hier bekommen? Kann ich euch auch nochmal nachschauen. Hier hat sogar auch 95 von 100 Punkten bekommen. Deswegen ist es ist auch schon mal sehr, sehr gut, ne? Gut. Also das ist schon mal ein richtiger, wichtiger Kritikpunkt, warum das hier auf Platz 1 ist. Zweitens, das LP hat mir auch riesigen Spaß gemacht. Wie gesagt, das ist eins meiner Lieblingsgames of all time. Da hat mir auch jeder Part Spaß gemacht. Ich wollte auch manchmal gar nicht mehr aufhören zu zocken. Hab 4-5 Parts hintereinander aufgenommen. Der einzige wirkliche Kritikpunkt, den man hier sagen kann, ist wieder mal, dass das Spiel auch manchmal geleckt hat. Hat auch manchmal hier im Final Boss Kampf geleckt. Das hat mich richtig angekotzt. Das hat mich wirklich richtig angekotzt. Und den wollte ich mal gescheit machen. Aber alles in allem war das für mich kein Grund, das irgendwie nach hinten zu stufen. Dieses Spiel und dieses LP gefallen mir auch richtig, richtig, richtig gut. Hier habe ich, auch für die Thumbnails habe ich mir mehr Mühe gegeben als für ein paar andere. Ich habe jedes individuell gestaltet mit individuellen Sachen, damit man gleich weiß, was ist in diesem Part passiert. Hier zum Beispiel Part 23, Bowser's Auftritt, sagt zwar schon, aber im Part 90 braucht es Bowser Auftritt und dass es hier richtig zur Sache geht. Deshalb Platz 1 geht für mich klar und deutlich an Let's Play Mario und Luigi zusammen durch die Zeit. Gut, als kleine Randinformation, wer meine anderen Specials, Jahres-Specials, Abo-Specials und so noch sehen will, ich habe eine Playlist erstellt, die sich irgendwas wie Specials nennt. Hier findet ihr das 1, 2 und 3 YouTube-Jahres-Special, das 50, 100 und 200 Abo-Special und andere Specials, die ehrlich gesagt unwichtig sind. Das ist noch ganz lustig, das habe ich vor 2, 3, 4, 5 Jahren mal gemacht. Also wir beschränken uns auf die hier. Gut, da kann man mal reinschauen und die anderen Jahres-Specials reinziehen. Sind auch relativ interessant geworden. Gut. Das soll es an meiner Stelle diesmal gewesen sein. Was ihr in den Kommentaren tun könnt, ist, ihr könnt mir eure Top 5, Top 3, Top was weiß ich, ihr könnt auch nur Platz 1 der LPs hinschreiben, die euch von mir am besten gefallen haben. Wenn ihr möchtet, könntet ihr eine Begründung hinzufügen, warum gerade dieses Game. Aber ihr könnt auch einfach nur hinschreiben, Platz 3 geht für mich an, was weiß ich, Let's Play Star Wars Battlefront 2, mein allererstes LP. Mich würde auf jeden Fall sehr interessieren, was ihr so für mein bestes LP haltet. Und ich freue mich auch über jede Begründung, wieso, weshalb, warum. Das soll es an dieser Stelle wirklich jetzt gewesen sein. Ich hoffe, das 4-Jahre-Special hat euch gefallen. Wir sehen uns zum nächsten LP-Part, was auch immer wieder. Tschüss, ciao, ciao, sagt euch euer irgendwas-Ifi.